So, herzlich willkommen zu Episode 2 von meinem Vlog. Auch reichlich verspätet. Sprich, jetzt werdet ihr mal kurz die Post-Production sehen, die Postproduktion des Testimonials. Wenn ich wüsste, wie man hier die Kamera switchen könnte. Nein, so geht's nicht. So sieht es dann aus. In Resolve, ja, ihr seht die drei Mikrofone. Sprich, hier die beiden Lavaliers und unten das Boom. Genau. Beide Kameras natürlich. Und das ist ein kleines Malheur passiert. Sprich, auf der FX6, dem kleinen Bildschirm, habe ich das nicht sehen können während des Drehs. Und zwar ganz einfach. Wir haben nämlich hier Reflexion. Und zwar sieht man mich in der Reflexion. Da bin ich zu sehen. Genau, schon bin ich wieder weg. Wie habe ich das Ganze bewerkstelligt? Man sieht nebenbei gesagt auch die Kamera, wie sie hin und her slidet, aber ich gehe ganz stark davon aus, das wird keinem Menschen auffallen. Ich bin jetzt hier bei 185%. Okay, 100% sind auch nicht so toll. Machen wir mal so, fit. Genau, so wäre dann das fertige Bild. Die Farben und so weiter können ignoriert werden. Das fällt keinen auf, dass sich da im Glas, sprich in der Reflexion, eine Kamera hin und her bewegt, weil die sich so langsam bewegt. Jedenfalls, wie ich das erreicht habe mit dem, um mich auszublenden, ganz simpel. Wir nehmen einfach einen Stillframe, also sprich suchen uns einen aus, wo ich nicht zu sehen bin. Den freezen wir. Wenn ich das finde. Change Clip Speed. Genau, hier, Freeze Frame. Schneide mir das dann zurecht auf der Timeline. So weit, so gut. Sprich, wurde das Ganze dann hier gecroppt. Ja, und zwar, dass ich dann einfach nur. Sorry, hier auf dem Bildschirm. Dass ich dann einfach nur diesen Teil überdecke. Nichts weiter. Der eigentliche Frame, also sprich die A-Cam, ist weiterhin zu sehen. Nur dieser ganz kleine Teil wurde von mir ausgeblendet. Und sprich, dank des Layer-Systems oder Ebenensystems wie in Photoshop kann ich mich ohne große Performance einbüßen. Sprich, ohne dass ich hier retuschieren muss innerhalb Resolves oder wie auch immer, oder irgendwelche Arbeitsschritte in Photoshop machen muss, kann ich das einfach drüberlegen, diesen Freeze-Frame. Und ja, dann kann man sich schon ausblenden. Dank der stationären Kamera ist das natürlich kein Problem. Sprich, würde sich die Kamera bewegen, sähe das Ganze natürlich schon wieder anders aus. Aber so simpel kann das gehen, um dieses Malheur zu beheben. Und hier nochmal, sprich hier nochmal, das ist übrigens Rec. 709 als Farbprofil oder als Farbraum, Farbwiedergabe, wie auch immer. Ist jetzt nicht, läuft nicht im S-Log, aber das ist halt auch nicht der finale Look. Ja. Dieses Case geht heute raus, verkauft über eBay, ist nur 6 Monate alt, im Top-Zustand von Nanook, made in Canada, auf dem Niveau von Pelican Cases. Und ja, es kann ein Sennheiser auf X beherbergen, das heißt Sender und Empfänger. Und Lavalier finden hier Platz. Und zusätzliche Akkus. Genau, der Grund dafür ist halt, wie ihr es schon in dem vorherigen Video gesehen habt, wer Interviews filmt, sprich zwei Personen vor der Kamera mit Dialog und so weiter, der braucht natürlich zwei Lavaliers optimalerweise. Und hier finden Platz zwei Systeme: Sender, Empfänger, Batterien und sogar Platz noch für das 845E oder 835E, ich habe es nicht genau im Kopf, wie es heißt, aber es ist unterwegs.
Und hier die Lavaliers. Ja. Und Katze ist auch begeistert. So, kleines Review zu den Datey Timecode Boxes oder Timecode Kit. Wo haben wir es? Hier. Ja, ihr habt es ja schon in der ersten Episode gesehen. Kleines kurzes Review auf Englisch auf lightcolorshadow.com, den Kanal. Und hier das erste Mal das SM7B direkt an die FX6. Allerdings ohne Fathead. Mit dem schlägt das doch ganz schnell an die 0-Dezibel-Grenze. Also sehr, sehr schnell. Deshalb mal ohne. Mal schauen, wie das funktioniert. Und ja, ich freue mich. So, alles scheiße. Das SM7B ist natürlich wie immer super hungrig und war einfach viel zu leise eingestellt. Sprich, ich war zu optimistisch mit dem AGC. Und ja, darf das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Versuch Nummer 2 meiner neuen Visitenkarten. Leider auch hier wieder aufgrund von Fertigungstoleranzen. Nicht perfekt, wie ihr sehen könnt. Der Rand ist zu stark abgeschnitten. So sollte es aussehen. Leider sind davon nur 50 gelungen beim ersten Mal. Diesmal sind alle 100 misslungen, leider. Die Rückseite zumindest. Die Vorderseite ist top. Ja. So, die perfekte Jahreszeit, um an Blutarmut zu sterben. Es ist Sommer, der Sonnenuntergang naht. Und ich zeige euch gleich mal, was ich hier sehe. Ja, so sieht's aus. In diesem Sinne, schönes Motiv für kitschige Fotos. So, warum das Ganze? Warum befinde ich mich auf diesem Sonnenblumenfeld? Ja, so fing alles bei mir an mit Landschaftsaufnahmen oder Stadtaufnahmen, je nachdem. Und ja, passend zur Saison, die Sonnenblumen. Ich finde es schön, ich finde es toll, auch wenn es sehr, sehr kitschig ist, ist es genau mein Ding. Und hier geht es auch schon weiter mit einer Review zu Dehancer 7, sprich dem aktuellen Update, wo es einiges zu berichten gab. Und ja, das gehört halt mit dazu. Genau, ein bisschen Postproduktion und Einsprechen und Text schreiben und alles, was dazu gehört. Wer Lust drauf hat, 10% Discount für Dehancer, super tolles Tool. Es emuliert analoge Filme und so weiter. Darunter auch den berühmten Kodak Vision 3 in seinen verschiedenen Farbtemperaturausführungen. Ja, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Und zu guter Letzt, man muss sich auch mal was gönnen, sprich ein bisschen Freizeit oder ja. Auch wieder mit Fotografieren verbunden, Sächsische Schweiz, sprich Elbsandsteingebirge, immer wieder lohnenswert von Berlin, schnell zu erreichen. 2,5 Stunden oder 2 Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, aber immer wieder schön dort. Allerdings auch, wie man sieht, jede Menge Waldbrände gab es da die letzten Jahre und natürlich auch eine kleine Stärkung zu guter Letzt. Ja, nach der Stärkung nochmal ab zur Bastei, passend zum Sonnenuntergang. Und zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, wer einen Kameramann sucht oder eine ganze Videoproduktion, wie ihr seht, ist das alles machbar. Der kann mich gerne kontaktieren in Berlin, Brandenburg, deutschlandweit, von mir aus auch noch weiter. Und ja, besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.